Wir befinden uns in der Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt, zwischen der Auferstehung von Jesus Christus und seiner Rückkehr zu seinem Vater im Himmel. Was hat Jesus eigentlich in genau dieser Zeit gemacht? Ich lade euch ein, das in den nächsten Tagen mit mir zu entdecken. 7 Dinge, die Jesus getan hatte in dieser Zeit. Und das erste gibt es genau jetzt. Er ruft dich. Am Ostermorgen kommen die Frauen zurück vom leeren Grab und berichten, dass den Jüngern Jesus lebt, er ist auferstanden. Und die Jünger können es nicht glauben. Und danach kommen nochmal 2 und sagen, hey, er ist nicht da, Jesus lebt, er ist auferstanden. Die Jünger können es einfach nicht glauben. Und dann sitzen sie irgendwann am Abendessen an diesem Tag und dann steht plötzlich Jesus da, der Auferstandene. Und dann heißt es, und er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte wegen, weil sie nicht geglaubt haben denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Ja, das fängt ja gut an, oder? Die erste Begegnung und das Erste, was Jesus macht, ist zu kritisieren. Aber stopp, dahinter steckt der Ruf, vertrau mir, glaube mir. Eure Enttäuschung, eure Angst, die hat euer Herz hart gemacht. Im Griechischen das Wort dafür, das heißt Sklerose. Mediziner kennen das zum Beispiel Arteriosklerose. Wenn sich in den Arterien so viel Zeug ablagert, so viel Müll ablagert, dass sie kaum mehr durchlässig sind. Und hier eine Sklerose des Herzens, kaum mehr durchlässig. Euer Herz ist durch Enttäuschung und Angst so entmutigt, so undurchlässig geworden, das ist nicht gesund. Kennst du das? Da betest du für was, aber eigentlich so richtig glauben, dass sich was verändert, tust du nicht. Da liest du eine Verheißung in der Bibel und dann rufst du auch, ja, ich glaube, und im nächsten Moment musst du bekennen, hilf meinem Unglauben. Jesus ruft dich heute ganz neu und sagt, vertrau mir. Schau, dass dein Herz weich bleibt durch Vertrauen, durch den Blick zu mir. Lass es nicht durch Enttäuschung, durch Entmutigungen hart werden. So wie er an den Tisch der Jünger kommt, an diesem Ostermorgen, so kommt er auch zu dir und sagt, vertrau mir, glaub mir, ich sehne mich nach dir. Er ruft dich, antworte ihm.